Wir haben den Honigsumpf, das Honigmoor. Boah, meine Güte, wie heißt das Level denn jetzt? Ja, wir haben es auf jeden Fall komplettiert, das Honiglevel. Nennen wir es einfach mal so. Wir haben das Honiglevel komplettiert, zu 100% gelöst. Und versuchen jetzt an dem nächsten Level. Boah, dieses Geräusch, ne? Das bringt mich total aus dem Takt, total aus der Fassung. So, jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Level schauen wir denn direkt als nächstes vorbei? Ich wäre dafür, ich kann ja einen Blick in den Atlas werfen. So. In die zweite Welt und da hätten wir zum Beispiel die Kaserne der Kolibris. Keine Ahnung, wo das stecken soll. Wir nehmen am besten das erste Tor, das uns direkt ins Auge springen wird. Ich hoffe, das wird auch dieses Level sein, weil, ja, das hört sich doch recht interessant an. Ich habe ja mit einem Wüstenlevel gerechnet. Aber ob das jetzt wirklich ein Wüstenlevel ist, das ist natürlich die andere Frage. Nee, das ist eigentlich genau dieselbe Frage. Ich stelle hier schon... Ja, manchmal rede ich einfach nur so ein bisschen... Ja, um den heißen Brei herum, um diese Zeit zu überbrücken. Da sollte man am besten nicht Wörter wie M nutzen. Ich habe tatsächlich mal geguckt, warum ich die ganze Zeit dieses Wort sage. Also dieses... Ja, das ist halt eher so ein Ausdruck. Panda-Garten, meinetwegen, dann auch der Panda-Garten. Warum ich das halt mache, dieses M. Tatsächlich, es ist so schlimm, wenn man das merkt. Wow. Also ich finde, das hört sich schon richtig gut an. Hallo Spyro, wenn du dich in den Garten begibst, musst du dich vor den Rhinoxen in Acht nehmen. Heute Nachmittag habe ich einige gesehen. Die haben mich stundenlang vom Meditieren abgehalten. Genauso wie der gerade von oben runter segelt, oder wie? Natürlich hatte man auch diese Idee schon einmal in Spyro 3. Aber hier ist es wieder... Also grafisch ist es komplett anders umgesetzt, habe ich das Gefühl. So. Können mich jetzt mal bitte keine Rhinoxe angreifen. Nee, aber ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeschaut. Kann ich dich anzünden? Nee. Warum ich das die ganze Zeit sage, dieses ne? Und da habe ich auf, da bin ich auf Lösungen gekommen, auf verschiedene Möglichkeiten gekommen, warum ich das denn so sage. Die erste und wahrscheinlichste wäre eigentlich, dass ich damit einfach nur versuche, Zeit zu überbrücken, sondern einfach nur, weil es mir unangenehm ist, dass ich die ganze Zeit etwas nicht sagen kann. Also wenn ich etwas nicht sage, wenn ich etwas in einer bestimmten Zeit nicht sage, nee, das ist halt auch falsch ausgedrückt. Ich versuche einfach die Zeit damit zu überbrücken und hier ist natürlich wieder ein weiterer Kristalldieb. Ein Eierdieb ist es ja jetzt leider nicht mehr. Komm mal her! So, diesmal wird Spyro gegen Baum rennen, auch wenn der Sprite vom Baum ein bisschen weiter ging. Aber meinetwegen. Zack. Direkt erwischt. Viel besser als beim letzten Mal. Danke, Spyro, aber das ist ja gar nicht mein Weihnachtskästchen. Na, vielleicht habe ich es in der Sauna liegen lassen. Ja, und deswegen muss ich erstmal für dich eine Actionfigur retten. Ergibt Sinn. Du hast Yanni gerettet. Yanni Yogi. Aus Phoenix Wright. Wahrscheinlich. Ach, schon wieder M. Ja, also mir ist halt tatsächlich aufgefallen, dass ich das die ganze Zeit, ich glaube, das ist die Lösung, die mir am ehesten in den Sinn kommen würde. Andere Lösungen wären da noch... Ich müsste erstmal gucken, was gab es denn noch für andere Lösungen? Warum könnte man noch M sagen? Oder irgendwelche anderen Sachen. Man kann ja noch andere Wörter benutzen, um Zeit zu überbrücken. Also ganz so ist es ja nicht. Aber M ist bei mir echt wirklich das Wort Nummer 1. Weil es mir unangenehm ist, etwas... beim Sprechen etwas Zeit beim Sprechen zu verlieren oder irgendwie sowas, dass ich da irgendwie, ja, Lücken lasse im Kommentar. Das ist natürlich, das ist ganz schlimm. Ach, ich krieg wieder eine goldene Sparks, das ist ja geil. Eine goldene vor allem. Normalerweise sage ich ja mal gelb, aber ja, meinetwegen, Gold, Gelb ist ja fast dasselbe. Ich meine, man hat ja auch nicht wirklich ein gelbes Metall. Man kann nicht einfach sagen, ja, gelb ist ein Metall. Ne? Also, wir haben schon eine goldene Sparks aus purem Gold. Also wirklich viel wert. Habe ich da jetzt gerade was bekommen oder nicht? Oder ist der Schmetterling einfach aus diesem Glas entkommen? Aus irgendwelchen, mit irgendwelchen Houdini-Tricks und, deswegen wurde Sparks golden? Kann das sein? Keine Ahnung. Wäre mal interessant.
1996, jetzt noch zwei, dann habe ich mein Geburtsjahr. Müsste man mal finden. Achso. Ja, genau, dich habe ich ja schon angesprochen. Ja, ansonsten, was gibt's denn noch so für andere Gründe, sowas zu sagen? Es standen da auf jeden Fall im Internet noch viel mehr Lösungen, viel mehr Gründe dafür. Dich muss ich anzünden. Diese Lampen, okay. Ich habe bisher noch nichts gefunden derartiges. Oder nichts derartiges gefunden. Einfach um grammatikalisch korrekt zu bleiben. So, hier haben wir nichts. Du versuchst natürlich mit deinem komischen Regenschirm herunterzukommen. Zack. Hier hauen wir mal alles um. Ja, es ist ein. Ich finde das Level sehr beruhigend. Sehr entspannt, sehr beruhigend. Besser als das Honigmoor. Oder als der Honigsumpf. Definitiv. Hier ist auch nicht so viel mit Bienen los. Die Gegner sind auch viel angenehmer. Hier ist keiner, der irgendwelche Bienen vorschickt und mich somit nervt. Ja, es ist schon alles regulär. Alles schön. Ich überlege gerade so, ja, gibt es andere Möglichkeiten, warum ich M sagen könnte? Also, das ist eigentlich so die einzigste Möglichkeit, der einzige Grund, der mir da einfällt. Oder einfallen würde an sich. Was anderes ergibt für mich irgendwie gar keinen Sinn. Hä? Das ist ein Riesenlevel. Es ist echt ein Riesenlevel. Ich will da drüben nochmal nachschauen. Ich hoffe nur, dass es hier keinen Schlüssel gibt. Keine Truhe. Ja, sowohl Schlüssel als auch Truhe. Was will man denn sonst mit einem Schlüssel aufschließen? Türen anscheinend nicht. Wir sind hier nicht in einem Dungeon von Zelda. Also das wird schon gar nicht mal so hinkommen. Vor allem, der trifft mich immer direkt, aber wenn er tot ist, dann zählt er. Wo? Oh. Nee, das ist. Das ist Boden. Ich dachte schon, das wäre Klippe. Das sah für mich jetzt so ein bisschen nach Klippe aus. Okay, ich werde trotzdem. Oh, geil! Habt ihr gesehen, was ich da gesehen habe? Geht dir dasselbe durch den Kopf wie mir? Jan, du bist gar nicht der richtige Drache für diese Sache. Mein Bruder Lun wollte sich an einem Ort verkriechen, an dem die Rhinoxe nicht belästigen. Er hat sich sogar diese Vase in dieser Vase versteckt. Aber jetzt sitzt er da drinnen fest und die Vase verschwindet immer. Bitte hilf ihm. Ja, das ist nämlich diese geile. die Vase, was hat mich jetzt getroffen? Ich frag besser nicht. Die Vase aus Spyro 2, ich weiß nicht, ob der im dritten Teil auch vorkommt. Doch, im dritten Teil kommt die auch vor. Wenn man sie zerstört, dann taucht sie woanders auf. Das Prinzip finde ich übelst geil. Und deswegen schauen wir uns das mal direkt an. So erkundet man das ganze Level nochmal. Auf dem GBA ist es natürlich ein bisschen, ja, dreckig. Ein bisschen dreckiger. Normalerweise gehen die Vasen immer, ja, Level rückwärts entlang. So war das jedenfalls auf jeden Fall im zweiten Teil. Da gab es meistens so ungefähr am Ende diese Vase und dann konnte man das Level nochmal rückwärts entlanglaufen, um diese einzelnen Vasenstücke zu finden. Oder einzelne Vasen zu finden. Ist auf jeden Fall geil. So. Hier haben wir alles. Dann nochmal nach oben. Können wir darüber gleiten? Ist natürlich jetzt so die Sache. Aber ich glaube, ich habe schon alles gefunden, ne? Oh, das ist eine einsame Insel. Also war schon mal nicht so schlecht. Das Wasser ist tödlich, ne? Das ist ja schon klar. Das dürfte mir klar sein. Aber die Seerosen zeigen mir jetzt nicht, wo ich hinfliegen kann und wo nicht, ne? Also sie sind einfach nur so zum Spaß hingesetzt worden. Nicht, dass ich jetzt irgendwie versuche, einen Weg zu finden, der nicht existiert. Gut, wir sind wieder am Anfang. Relativ. Wir schauen noch mal oben vorbei. Da gab es ja noch einen anderen Weg. Den Weg. Ja, ansonsten. Wir sollten die Vase auch bald mal wieder finden. Ich glaube, die ist hier. An dem Ort könnte sie tatsächlich sein. Komm. Lass dich verbrennen, du Rhinox. Niemand mag deine Anwesenheit. Oh, und da muss man sich auch erstmal hin. Da muss man erstmal hinfliegen. Oh nein! Ertrunken! Ein grausamer Tod. Ben drowned. ja, oder Spyro Drowned, die neue Creepypasta. Ja, darüber, okay. Könnte man echt... Ich habe ja tatsächlich schon mal so eine Creepypasta über Spyro gehört. Ich weiß aber nicht mehr, zu welchem Spiel das war.
Das war auf jeden Fall eine ausgedachte, aber ich glaube, das war sogar zum ersten Teil. Ich weiß aber nicht mehr richtig, wie die ging. Aber ist natürlich jetzt scheiße, dass wir hier nicht so viele... dass wir jetzt nochmal die ganzen Lampen anzünden können, aber... ja, ich glaube, es ist sowieso erstmal wichtiger zu schauen. Okay, hier gab es die letzte. Das war wahrscheinlich die letzte. Den Schlüssel hatte ich ja noch nicht. So viel ich weiß. Also so viel Gaga bin ich jetzt trotzdem noch nicht. Und die Vase, die muss ich jetzt wahrscheinlich doch nochmal machen, oder? Ja gut, begebe ich mich noch einmal zur Vase. Einmal über die Brücke, so war es doch, oder? Wenn man sie denn finden würde. Einmal über die Brücke und dann schauen. Guck mal, ein einzelner Edelstein, den hätte ich schon so oder so vergessen. Oder verpasst. Okay, hier war das doch. Irgendwo hier, an der Stelle. Da. Also die Vase wird auf jeden Fall auch nochmal zurückgesetzt. Das ist... ja, es ist für mich natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd. Okay. Nee, das ist ein Ort, der ziemlich weit unten ist, oder? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Ort, der weit unten ist, oder ein Ort, der weit oben ist. Aber da ich weit oben schon mal war, denke ich mal, dass es jetzt weit unten ist. Ach, keine Ahnung. So dämlich philosophieren ist jetzt nicht nötig. Ich werde sowieso noch 10 Jahre nach einer einzelnen Lampe suchen. Oh, hier gibt es noch eine. So, ich sollte mir angewöhnen, den L-Knopf zu drücken. Boah, jetzt fallen mir schon fast die Augen zu. Das ist echt ungewohnt. Vor allem solche nächtlichen Aufnahmen, die mache ich ja eigentlich nicht so oft, also... normalerweise ist es immer so... ja, das war halt so, dass es beim letzten Mal so richtig effektiv war. Beim letzten Mal konnte ich einfach mal 4 Folgen hintereinander aufnehmen und... das hat so wundervoll geklappt. Da habe ich gelacht, geweint, da konnte ich nicht lesen, weil ich geweint habe. Wegen Elmo und so. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie der richtig hieß, der Bösewicht in dem Spiel. Es ist auf jeden Fall nicht Ripto. Das können wir mal so festhalten. Gut, wir werden zurückgesetzt. Ripto ist es auf jeden Fall nicht. Es ist, ich glaube, Grendor, so hieß der. Du hast Steffi gerettet. Ja, danke schön. Also, nicht Dankeschön, aber ja gut, die dürfte sich auch mal langsam bedanken. Wo bin ich denn jetzt? War das schon das Ende oder bin ich jetzt... es ist mittendrin, okay. Auch gut zu wissen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wo ich lang gegangen bin. Um diesen Ort, um diesen heiligen Ort zu besuchen, den ich gerade gefunden habe. Ah, immer wieder lästig. Achso, hier war das, okay. Nee, aber tatsächlich, tatsächlich was? Hier war's, okay. Zack. Einmal anstupsen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Das war da, wo wir irgendwie rüberfliegen sollten, wo ich diesen einen Zehner gefunden habe, aber nicht rübergekommen bin. Nathalie, vielen Dank, Spyro, für die Rettung. So, wir haben schon mal 40 Feen befreit. Das dürfte uns sehr viel weiterhelfen. Da drüben ist jetzt eine Truhe. Meine Frage ist, ob das jetzt, ob wir den Schlüssel... haben wir den Schlüssel schon? Ich würde sagen, ja. Habe ich den... kann man den nachsehen? Kann man den auch irgendwie einsehen, dass ich den Schlüssel habe oder nicht? Das wäre jetzt so das, was mir... ich meine, entweder habe ich die jetzt wirklich... habe ich den Schlüssel wirklich irgendwo anders gesehen? Nee, okay, mir fehlt der Schlüssel. Wahrscheinlich da auf dieser einen Insel, wo ich jetzt gerade die... wo ich jetzt noch einmal die Vase aufschauen muss. Aufschauen muss. Aufschäumen muss. Okay, es ging hier unten lang. Dann können wir schauen, wo es weitergeht. Dann können wir schauen, wo es weitergeht. Das sage ich so oft. Ja, also ich war ja immer noch dabei zu sagen, warum sich diese Aufnahme hier so gelohnt hat. Also diese wahrscheinlich jetzt nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, die ist nicht so spaßig wie die andere gewesen. Definitiv. Beim letzten Mal hatte ich mehr zu lachen. Die war auch total... ey, da gab es auch Sachen, die sind echt crazy. Also... wenn man mir sagen will, dass man für einen Brief Zauberkraft braucht, dann, dann läuft doch schon irgendwas falsch. So, ich muss da lang, oder? Ich glaube, ich sehe es. Doch, da muss ich hin. Ich gehe mal am besten auf dieses Ding. Da fliege ich nämlich von hier aus los und ja, da habe ich nämlich den Schlüssel schon gesehen. Oi. Okay, hier haben wir doch was zu lachen. Oi. Mein Held.
Oi. Meine Fresse. Okay, das ist eigentlich, ich würde sagen, direkt da an der Truhe. Ich hole mir aber trotzdem zuerst die Truhe. Dass das klar ist. Ich gehe keine unnötigen Risiken ein. Ja, wobei, eigentlich wäre es am logischsten, direkt erstmal die Vase zu holen, weil ich da am meisten, ja, für rumgelaufen bin. Aber ich habe halt eher das Gefühl, dass ich weiß, wo die einzelnen Fundorte dieser... Okay, hier ist die Truhe, ne? Hier ist die Vase, genau. Die Truhe ist nämlich hier, ein Stück weiter. Und uns fehlen immer noch ein paar Leuchtdinger. Leuchttürme. Und uns fehlt ein Zweier, das ist auch geil. Ha, schon wieder müssen wir uns auf die große Suche nach einzelnen Edelsteinen begeben. Aber Leute, nachdem ich diese Vase zerstört habe, ist es auch schon vorbei, oder? Nö, anscheinend nicht. Wir müssen zurück zum Anfangspanda. Das ist also tatsächlich wirklich nur so ein Hin und Her. Ha, ist ein bisschen schade, ne? Also da hätte man auch wirklich so einen Rückweg machen können, wie es in Spyro 2 war. Oh, da ist noch was. Das dürfen wir nicht übersehen. Ja, komm. Überlänge. Machen wir es mal diesmal wieder offiziell. Wir machen wieder Überlänge. Aber auch nur für die Vase. Nur für die Vase. Und nicht für das Suchen nach dieser neuen Fackel. Nach diesem neuen Leuchtturm. So. Okay, dein Freund ist draußen, wie auch immer der da reingepasst hat. Oh, Lum. Wie gut, dass es dir wieder, dass du wieder heil bist. Spyro, nimm das als Dank. Und ja, hau dann schon mal wieder ab, ne? Wir wollen Frieden haben. Du hast Doodle gerettet. Doodle Jump. Schön. Okay, Leute. Wir haben hier wie viele Feen gerettet? Das wollen wir mal direkt nachschauen. Ja, bestimmt schon 5. 5 auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon 5. Pandagarten 5. Und uns fehlt ein Zweier und natürlich ein oder zwei Leuchttürme, mit denen wir eine Fee befreien. Das ist schon mal... Das ist natürlich eine Kampfansage, jetzt natürlich alles zu finden. Das werden wir aber im nächsten Part auf jeden Fall lösen. Ne? Bis dahin, tschüss und bye bye.